Anti-Aging. Okay, also auch meine Füße werden jünger aussehen. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und hier dreht sich alles rund um Make-up und Pflege. Und hier und da gibt es auch ein Unboxing meiner Boxen, die ich als Abo habe. Und ich habe die Look Fantastic Box im Abo. Und die hat mich heute auch irgendwie so ein bisschen inspiriert, ne? Denn wir sind im Monat Februar, da steht der Valentinstag vor der Tür. Dementsprechend bin ich irgendwie so ein bisschen in den pinken, liebevollen Farbtopf gefallen. Und die Box kommt auch richtig, richtig schön daher, nämlich in einem Babypink. Und ich finde das so hübsch und deswegen dachte ich, naja, ich passe mich vielleicht farblich etwas an. Und ich bin mega gespannt, was wir diesen Monat in der Box drin haben. Und mag die Look Fantastic Box ja einfach. Ich mag sie einfach. Ich weiß, da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Ich mag sie unheimlich gerne leiden, wegen auch Produkten, die bei manchen nicht so gut ankommen. Ich mag es, kleine Dinge auszutesten, zu probieren. Und da sind wir bei der Look Fantastic Box halt. Die hat sehr viele Luxusproben, kleinere Dinge, eher im Pflegebereich. Und ich meine, wir kennen das, wenn man da mal so ein Tiegelchen Creme offen hat, das dauert ein bisschen. Ich, kleine Neugierige, teste dann auch gerne mal hier und da ein kleines Pröbchen zwischendurch und bin gespannt, welche Pröbchen oder was sich darin befindet. Natürlich haben wir auch häufig große Größen drin, also Full-Size-Produkte. Wir haben auch dekorative Geschichten mit drin. Also ich finde die immer mega spannend und habe sie im Jahresabo. Also ich zahle 15,50 Euro monatlich. Dafür finde ich, geht es. Ihr könnt die auch monatlich jederzeit kündbaren Abo. Da startet das Ganze für 20 Euro euch ins Abo holen. Je nachdem, wenn ihr die mal testen wollt oder so. Look Fantastic ist auch übrigens ein Online-Shop, bei dem ich ja auch hier und da mal stöbere. Und ich weiß nicht, ich glaube, auf eure Boxen geht es auf jeden Fall. Und auf je nachdem, was ihr im Online-Shop kauft, ist auch unten in der Infobox immer mein Code. Mit dem könnt ihr noch ein bisschen was abgrasen. Jetzt geht es aber um unsere kleine pinkfarbene Box. Nein, ich sag pink, ja, rosafarbene Box. Und ich bin gespannt, ob wir irgendwie passende Produkte zum Valentinstag drin haben, was sich Look Fantastic dabei gedacht hat. Und sie will gerade gar nicht so richtig aufgehen. Wir haben hier auch übrigens immer im Deckel einen schönen Spruch stehen, der gefällt mir immer gut. Diesen Monat, was haben wir denn? You glow differently when you're happy. Oh mein Gott, ich liebe diese Sprüche. Das ist irgendwie, so Boxen sind für mich auch immer so ein kleiner Me-Time-Moment und sowas mag ich gerne leiden, wenn sowas Schönes noch drin steht und da ist immer so ein bisschen was Wahres dran und ihr strahlt auch wirklich anders, wenn ihr wirklich glücklich seid. Ihr strahlt das einfach schon aus und ich finde, man merkt das natürlich auch gleich, wenn jemand richtig glücklich ankommt. Allein nicht nur vom Lachen her, sondern irgendwie strahlen diese Menschen. Und ja, wir haben jetzt hier Self-Love is in the air. Auch wieder ein Thema, was ich immer versuche, euch so ein bisschen ans Herz zu legen, weil ich das auch lange Jahre vernachlässigt habe. Liebt euch selbst, tut euch selbst was Gutes und gönnt euch einfach. Gönnt euch ein paar Auszeiten, gönnt euch ein paar schöne Momente, gönnt euch eine Beautybox, wenn ihr darauf Lust habt, eine gute Hautpflege. Tut euch einfach selbst was Gutes. Und hier steht drauf, wir haben auf jeden Fall 6 Produkte, denn wir haben 6 lovely new products to discover. Was ich aber, ich freue mich so, dass ein Heft dabei ist und ich nichts scannen muss. Was ich ja super gerne mache, ist bei diesem Heftchen einmal hinten reinzugucken, um zu sehen, was ist denn unsere nächste Sneak Peek. Weil das haben wir immer auf der letzten Seite. Und wir haben eine Volume Cream von Sascha Juan aus Stockholm, eine Marke wohl. 125 Milliliter. Die wird also Full Size sein und in dem Falle etwas für die Haare. Volumen Styling Gel. Ja, bitte, bitte. Ich habe es versucht zu retten. Meine platten Haare.
Aber ihr seht das ja, also wenn ich was gebrauchen kann, ist das hier oben ein wenig Volumen. Und da freue ich mich also schon mal drauf. Hier sind dann die ganzen Produkte, immer noch so ein paar Informationen dazu. Und das hier ist zum Beispiel süß, das 5-Step-Cleansing-Routine. Oh, hier ist auch eine Routine für euren, wie ihr euer Gesicht reinigen sollt, ein bisschen erklärt drin. Also ich finde die Hefte auch immer richtig interessant auch mal durchzublättern. Und jetzt aber, boah, ich quatsch euch wieder ein paar, die Box einmal hier. Wir haben auch hier wieder dieses größere Kristall, also das bleibt wohl bestehen. Und wir haben hier echt, nein, wir haben 7 Produkte sogar, also sehr cool. Und mein erster Blick lässt mich schon echt ein bisschen strahlen, denn wir haben hier eine kleine volle Box. Auch wenn sie sehr leicht ist, haben wir hier, glaube ich, richtig coole Sachen drin. Ich nehme mal das erste und das kommt mir bekannt vor. Das ist vom Balance Me etwas und zwar, ist aber ein Vitamin C Brightening Eye Serum. 5 Milliliter. Ich mag auch Augenserum sehr gerne. Ich mag Vitamin C. Ich mag die Marke Balance Me. 5 Milliliter, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich wieder so eine kleine Luxusprobe sein, aber ganz ehrlich, 5 Milliliter Augenserum reicht mir, um dieses Produkt zu testen. Und wenn es mich umhaut, würde ich mir das vielleicht nachkaufen, aber ich teste halt auch immer gerne andere Sachen noch weiter. Und deswegen finde ich die Größe auch richtig cool. Bin gespannt drauf, wie gesagt, Balance Me habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Da hatte ich ja so ein tolles Serum davon. Freue ich mich über das erste kleine Produkt. Dann sehe ich etwas, das zippel ich gleich raus. Wir haben etwas Dekoratives hier drin. Es kommt so ein bisschen gepolstert hierher. Und zwar ist das ein alter Bekannter, aber den hatten wir den nicht letzten Monat erst drin oder war das vorletzten Monat? Das ist dieser hübsche kleine Blush von Lotte London in der Farbe Haze. Ich meine, das ist dieser Blush. Hier steht zwar drauf, not for resale, also das wird auch so eine kleine Geschichte sein, aber Leute, schreibt mir mal gern. Also wir haben hier 2,5 Gramm. Ganz ehrlich, da werde ich ewig dran haben an so einem kleinen Teil. Und wie gesagt, jetzt haben wir den einmal hier nochmal da. Hat auch so einen schönen Verlauf. Ich muss mal gerade gucken, ich hole euch mal meinen hierher. Also hier einmal meine für euch. Da muss ich ja hier nicht rein swatchen, aber den kann ich euch halt swatchen. Und der hat so ein richtig schönes, der hat einfach eine schöne Farbe. Ich finde, der sieht auch schön auf dem Gesicht. Ist nicht totmatt, wenn ich das mal so sagen darf. Hat jetzt keinen krassen Schimmer drin, aber so einen leichten Glow. Und das, ich mag den sehr gerne leiden. Der sieht schön aus im Gesicht. Ihr seht das hier, ne? Also der lässt sich auch, der hat so was Cremiges an sich. Mag den super gerne. Und wie gesagt, ich werde an dem Kleinen wahrscheinlich ewig haben. Deswegen wird der hier mal weiter wandern, ob das in eine Verlosung ist oder ein Trash-Paket, weiß ich noch nicht. Aber der kommt auf jeden Fall auf einen anderen Stapel, da ich den einmal schon habe. Und da kommt mir hier was entgegen und das passt ja auch so süß zum Valentinstag. Wir haben etwas von Clove drin. Und zwar sind das, meine ich, Abschminkpads. Ja, das sollen kleine Abschminkpads sein in Herzform. Und ich mag diese Teile einfach. Ich mag diese Pads, aber nicht zum Abschminken. Ich mache mir da tatsächlich, wenn, dann so ein bisschen noch so einen Toner, so einen reinigenden Toner drauf, um dann nochmal über mein Gesicht zu gehen. Denn zum Abschminken wäre sowas höchstens bei mir an den Augen. Ja, also das reicht nicht für mein Gesichtchen. Vielleicht für die Augen, aber nicht komplett. Aber ich finde es halt super cute in dieser kleinen süßen Herzform, um das auch einfach weiter zu verschenken. Also das finde ich eine süße Idee. Ich wusste gar nicht, dass es die auch in Herzing gibt. Und ich meine, sowas kann man wirklich, doch wirklich, sowas kann man immer gebrauchen, finde ich cool. Das ist für mich auch immer wichtig, dass ich nicht nur einen mega Warenwert habe oder sonst irgendwas in den Boxen, sondern dass ich ein paar neue Sachen kennenlerne, vielleicht neue Marken kennenlerne und wirklich Sachen habe, die ich auch gerne benutzen möchte.
Und das sage ich, weil das möchte ich auf jeden Fall gerne benutzen. Ich habe hier was für die Füße. Yay! Ich freue mich darüber. Ich liebe sowas. Wir haben hier eine Fußmaske auf jeden Fall von Beauty Pro. Ich meine, da hatten wir eine Gesichtsmaske schon von drin. Bin mir nicht sicher. Travel with me. Ja, das kann ich machen. Oh, die ist mit Kollagen und Mandeln und Pfefferminze. Also die wird auch schön erfrischend sein, wenn da Pfefferminze mit drin ist. Macht ihr euch wohl nicht über die kompletten Füße, sondern habt wirklich vorne die Zehen noch offen, was ja auch cool ist. Dann könnte man sich gleichzeitig so eine Fußmaske machen und die Fußnägel lackieren. Und sollte ihr auf jeden Fall 20 Minuten drauf lassen, werde ich gerne machen. Anti-Aging. Okay, also auch meine Füße werden jünger aussehen. Finde ich richtig, richtig cool und freue ich mich drauf und drüber. Weiter geht es mit einem... So süß, es ist so süß. Was ist das? Es ist ein ganz kleiner Mini-Toner von Pixi. Oh mein Gott, der ist ja echt cute. Aber zum Austesten, ich meine, Pixi sind wir jetzt auch nicht bei einem Preispunkt, der alle Geldbeutel sprengt. Aber der ist ja, also wie viel ist denn da drin? 15 Milliliter. Der ist super putzig einfach. Ich mag sowas auch gerne für weiterzugeben. Ich habe auch ganz viele Bekannte, die kommen dann halt, Katrin, hast du mal oder hast du was für die Haut und hast du was für Pickel und hast du, apropos Pickel, ne? Aber hast du irgendwas, ich habe immer so Augenringe, ich habe trockene Haut. Und dann finde ich sowas auch ganz cool und krieg von denen halt auch immer so ein Feedback, wie die Sachen sind. Und deswegen stört mich das auch nicht. Er könnte ein bisschen größer sein, aber putzig ist er, oder? Also einmal dieser kleine Mops hier von Pixi. Glow Tonic, Exfoliating Tonic. Also das ist auch so eine Geschichte, die ich gerne mag, mit so ein bisschen Säuren wohl drin. Cool, ein kleiner zum Testen. Und dann habe ich hier noch einen kleinen zum Testen. Ich guck mal bei dem ganzen Gekrissel, ob ich nichts vergesse. Aber unsere Box ist ja schon wirklich gut gefüllt eigentlich. Auch wenn es dann hier die kleinen Geschichten sind. Wir haben hier nämlich von... Und das sehen wir beim Thema. Ich kenne die Marke nicht. Was ist das? Wo kommt sie her? Bybi heißt das Ganze. Ist eine wunderschöne quietschgelbe Tube. Daily Cleansing Gel. Leute, cool. Ist also eine Marke aus England und ist auf jeden Fall auch Salicylsäure mit drin. Und ist halt so ein tägliches Reinigungsgel von 20 Millilitern. Finde ich cool. Also wenn man jetzt sowas auch weiter verschenkt, finde ich es auch goldig. Aber den werde ich auch super gerne testen und ausprobieren. Und dann kommen wir zu einem letzten Produkt da drin. Und da sind wir auch wieder in Full Size. Und das ist auch eine coole und tolle Marke. Das ist nämlich Dr. Botanicals. Und wir haben hier die Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Die hatten wir schon mal in einer Box. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Look Fantastic oder Glossy Box war. Auf jeden Fall hatten wir die schon mal drin. Und die beinhaltet halt Mandelöl, Kokosnussöl und Lemongrass Essential Oils. Und Leute, das Zeug duftet. Das duftet richtig gut nach Zitrone. Ist vegan, cruelty-free, hat fast nur natürliche Inhaltsstoffe. Also wirklich bei Dr. Botanicals habt ihr eine gute, gute Marke. Und die könnt ihr euch halt auf so, wenn ihr so trockene Hautstellen habt, also als Handcreme, die könnt ihr auch als Fußbutter benutzen. Das funktioniert auch richtig gut. Aber so auch an den Ellenbogen, wenn ihr da ein bisschen trockener seid. Hände, alles, wo ihr irgendwie ein bisschen extra Feuchtigkeit, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit braucht, weil ihr da einfach trockene Haut habt, ist die richtig gut. Und das ist das letzte Produkt in dieser wieder für mich. Ich fühle mich da immer so schlecht, aber mir gefällt diese Box echt gut. Also ich bin auch immer neugierig, wie ihr die findet und ich mag sie gerne leiden. Ich kann hier nicht meckern. Wie gesagt, ich habe auch den Preispunkt, okay, ich bezahle 15,50 Euro. Und dafür habe ich hier Dr. Botanicals. Ich habe, wenn auch in winzig, ein kleines Pixi. Ich habe einen schönen Cleansing Balm. Ich habe einen Blush drin. Den, da werde ich lange, lange dran haben.
beziehungsweise hatte, und aber der wäre jetzt drin. Dann habe ich ein Augenserum, wo ich schön testen kann. Ich habe diese Make-up Remover Pads in wunderschöner Herzchenform, die man ja auch wirklich immer gebrauchen kann. Für mich, ach, die Fußmaske. Wie konnte ich die Fußmaske vergessen? Leute, ich finde die Box richtig gut, hat mir gut gefallen. Also wenn ich da an meine kleine Selbstliebe denke und es mir gut gehen lassen, finde ich die Produkte definitiv gut getroffen. Also lasst mich gerne eure Meinung zu der Look Fantastic Box bzw. zu dieser Box wissen. Schreibt mir mal gerne, was so euer Highlight ist. Ich glaube, weil ich den so gerne mag, der kleine Blush wäre so mit mein Highlight neben Dr. Botanicals. Die anderen Sachen finde ich aber auch spannend. Auch Sachen, die ich gerne austesten werde, wie die Fußmaske. Und ja, aber interessiert mich natürlich immer, was ihr sagt und denkt. Vielleicht, das sind ja auch die Geschmäcker immer ein bisschen unterschiedlich. Und ich wünsche euch jetzt von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.